Willkommen zu einem neuen Video Germany Sex Top Model 2021 Folge 4. Es gab super viel Drama und was ich darüber denke und wie mir die Folge gefallen hat, das erfahrt ihr jetzt. Ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Heute gibt es eine kleine Zusammenfassung von mir, schon mal bezogen auf Folge 4. Ausführlich natürlich wie immer nochmal am Sonntag mit Kilian Kerner. Da freue ich mich immer auf eine Expertenmeinung, weil er bringt einfach noch ganz andere Ansätze in diese ganze Thematik mit rein als ich. Aber ich freue mich trotzdem auf euer Feedback. Abonniert den Kanal, denn es wird hier auch spannende Interviews weiterhin geben. Ja, ist auf jeden Fall geplant. Und checkt doch gerne mal Instagram ab, sucht nach Ich bin Agenten, da bin ich ja immer live. Jeden Donnerstag, da gibt es auch Reels, die ihr angucken könnt und natürlich die Instagram-Livestreams könnt ihr auch angucken, die habe ich alle abgespeichert, ja. Okay, wir fingen, womit fing die Folge an? Die Folge fing mit diesem Rollschuh-Training an, das hatte den Grund, weil es ein Shooting gab mit Ellen von Unwert, quasi auf Rollschuhen, da reden wir später drüber und ich muss ganz ehrlich sagen, das Training an sich war natürlich richtig und irgendwie auch wichtig, aber auf der anderen Seite denke ich mir, jemand, der noch keine Erfahrung hat, auf Rollschuhen zu laufen oder zu fahren, dann wird es auch nicht in so einer kurzen Zeit lernen, aber natürlich ist es auf jeden Fall wichtig, dass man es einfach mal gemacht hat, ja, weil man kann ja die Models nicht einfach so auf diese Rollschuhe stellen, wobei ich das auch generell so ein bisschen problematisch finde, weil man kann sich da natürlich auch wirklich verletzen und wenn sich dann jemand, keine Ahnung, ein Bein bricht oder so, dann denke ich mir so, wow, okay, wie geht das dann in der Staffel weiter? Ja, wäre auf jeden Fall ein Problem. Dann wurde auch nochmal die Vergangenheit von Solin thematisiert. Ich finde das tatsächlich immer sehr interessant, das auch einfach mal aus ihrer Perspektive nochmal so zu hören, weil es natürlich wirklich eine unglaubliche Geschichte ist, die super viele Menschen betrifft, leider Gottes. Ich hoffe trotzdem, dass es nicht jedes Mal wiederkommt, weil Solin ja generell jemand ist, der immer sehr sensibel gezeigt wird und ich liebe ihre Stärke, die sie hat. Und darauf würde ich mich gerne mal freuen, wenn man sich darauf fokussiert, weil diese Geschichte kennen wir jetzt. Und ich finde sie auch, wie gesagt, super wichtig und ich finde auch ihre Motivation gut. Aber generell habe ich ja schon in der ersten Folge gesagt, ich möchte nicht immer vor dem Fernseher sitzen und weinen, weil die ganzen traurigen Geschichten erzählt werden, sondern ich möchte gut unterhalten werden und irgendwie einfach happy sein, ja. Aber negative Geschichten wurden auch erzählt, da kommen wir nämlich gleich auf jeden Fall noch dazu. Und ich muss auch sagen, Liliana hat ja ein Telefonat geführt, ich habe es mir extra aufgeschrieben mit ihrer Familie und das fand ich ehrlich gesagt sehr, sehr schön. Ich fand das sehr süß, sie hat eine sehr tolle Connection zu ihrer Familie und da ist mir tatsächlich das Herz aufgegangen, ja. Finde ich immer sehr schön. Dann gab es wieder so Zickenkrieg wirklich zwischen Linda, weil sie auch was über Liliana gesagt hatte. Das ging dann auch später so ein bisschen weiter. Also das ist dann schon wieder so richtig hochgekocht, wo dann Liliana auch gesagt hat, dass sie falsch ist. Und ich bin immer so, ich bin so zwiegespalten, weil ich frage mich, ob Linda einfach Pech hat, wie sie gezeigt wird oder woran liegt es. Weil ich finde Linda optisch, das habe ich immer schon gesagt, die gefällt mir richtig gut. Aber leider kommt die nicht so gut weg. Und ich bin gespannt, ob sie nochmal ein Instagram-Statement dazu machen wird, weil wenn jetzt wirklich jede Woche der Beef losgeht mit Linda, habe ich eine ganz schlechte Befürchtung, was das bei ihr auslösen könnte. Wobei ich auch das Gefühl habe, dass sie vom Charakter her sehr, sehr stark ist. Ich würde gerne irgendwann tatsächlich mal ein Interview mit ihr führen, um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie diese junge Frau wirklich so drauf ist. Das kann ich nämlich ehrlich gesagt noch nicht so richtig abschätzen. Zum Shooting. Ich fand die Shooting-Idee nice. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Umsetzung hat mir nicht so super gut gefallen. Das war halt alles sehr überbelichtet. Diese Fotos, weiß ich nicht. Das ist ein Stil, den muss man mögen. Das habe ich ja auch schon im Instagram-Livestream gesagt. Irgendwie, ich fand es okay, aber ich fand es jetzt nicht so mega spannend. Ich weiß nicht, also ich bin schon ein Fan von Ellen von Unwert, ne, die diese Fotos gemacht hat. Vielleicht hätte man auch weniger Tiere mit einsetzen sollen. Das war einfach alles ein bisschen viel. Dann war das extrem überbelichtet. Und keine Ahnung. Und dann gab es auf jeden Fall schon auch gleich wieder Drama, weil es hieß, man muss einen Nacktwalk machen und das ist natürlich eine krasse Sache. Es gab diesen Nacktwalk auch noch nicht. Tatsächlich war es eigentlich ein Schaumwalk. Also die hatten halt Schaum vor den Brüsten. Es sah visuell sehr gut aus in diesem Studio, aber es gab natürlich
viel Drama im Vorfeld. Einmal Thema Kultur, ne? Also religiöser Hintergrund. Anna hat auch gesagt, das ist alles ein bisschen problematisch. Sie ist 3 Jahre mit ihrem Freund zusammen und hat noch nie irgendwie bei ihm übernachtet, weil das einfach ja irgendwie nicht geht. Vom Glauben her akzeptiere ich auch alles. Wobei ich ja auch mal sagen muss, man muss natürlich den Glauben ein bisschen zurückstellen, wenn man in so eine Show geht, weil man weiß natürlich, dass das kommt. Und der Unterschied zur realen Modelwelt ist natürlich der, dass man da Jobs ablehnen kann. Ne? Du kannst natürlich in der Realität sagen, irgendwie, okay, ich möchte diesen Job machen oder ich möchte diesen Job nicht machen. Das geht in dieser Show natürlich nicht. Da bleibt eigentlich nur die Option übrig, die Show zu verlassen. Und das ist vielleicht nicht immer unbedingt die beste Option, wobei man sich ja eigentlich auch darauf verlassen kann, dass man auch wirklich nichts sieht. Ne? Also das wird ja immer gepixelt und zensiert. Also da muss man ja jetzt nicht so große Angst haben. Thema Ausstieg. Ja, wir haben es vermutet, es ist jetzt Folge 4 und es ist tatsächlich der 3. Ausstieg in Folge. Wir erinnern uns, Ricarda ist in Folge 2 gegangen, in Folge 3 ist Sarah gegangen. Ich habe mit beiden ein Interview gemacht, habt eventuell schon abgecheckt, ist sehr interessant geworden. Und in dieser Folge ist Mira gegangen, was ich ehrlich gesagt relativ krass fand, weil ich finde es krass, dass generell so viele gehen und ich muss auch sagen, dass Mira einfach ein wirklich sehr spezieller und spannender Typ ist als Frau, als Model. Von ihr hätte ich wirklich gerne mehr gesehen, aber es ist, wie es ist. Ich meine, am Ende ist es besser, wenn man sagt, man will es nicht, weil es hat ja immer verschiedene Gründe, ne? Also ich meine, wir haben ja auch in diesen Interviews nicht so wirklich raushören können, woran es lag. Es wird immer so ein bisschen angedeutet, dass es vielleicht die Kamerasituation ist, vielleicht auch diese Schlafsituation. Die werden ja alle 24 Stunden überwacht. Das ist alles ein bisschen problematisch. Und zur Entscheidung, was soll ich dazu sagen? Also mit dem Rauswurf habe ich ehrlich gesagt nicht so gerechnet. Also um Sarah tut es mir ehrlich gesagt auch ein bisschen leid, weil ich finde, dass die eigentlich wirklich ein tolles Model ist. Also eine tolle junge Frau, die hätte ich gerne noch weiter im Wettbewerb gesehen, weil ich die auch erst so ein bisschen lieben gelernt habe. Ne? Ich finde einfach, dass sie wirklich ein guter Typ ist. Ich finde, dass sie wirklich das Modelpotenzial hat. Das habe ich auch in den letzten Videos tatsächlich schon gesagt und das finde ich wirklich sehr schade um sie. Ich muss jetzt generell mal sagen, zum Fazit der Sendung, mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ja gesagt, Folge 3 hat mir nicht so gut gefallen. Sie war gut, aber sie war nicht ganz so spannend. Aber Folge 1 war gut, 2 war richtig gut, 3 hat ein bisschen geschwächelt. Ich fand Folge 4 jetzt tatsächlich sehr gut und bin jetzt gespannt natürlich auf nächste Woche, weil das große Umstyling steht vor der Tür. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, ob es gut wird oder nicht. Oft sind die Looks ja gar nicht mehr so krass, wie man denkt. Okay, es gab letztes Jahr schon so ein paar, wo man so dachte, so Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was uns alle erwartet. Ich hoffe, ihr hattet super viel Spaß heute. Ich freue mich mega jetzt auf euer Feedback, auf ganz viele Daumen nach oben. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr ein Problem mit diesem Nacktwalk gehabt hättet. Ne? Also ich meine auch, Amina hat ja gesagt, dass es ein bisschen problematisch vielleicht ist mit ihrem Freund. Und ich verstehe, dass man darüber spricht. Macht man ja in der Regel im Vorfeld. Und das war es erstmal an dieser Stelle. Ich bin jetzt, wie gesagt, mega gespannt, was ihr zu sagen habt. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.